meine Damen und Herren, willkommen zurück bei EVE Online, dem Let's Play von Team Brainless. Unser Sir Leopold Brainless steht in den Startlöchern und wir werden es aufbrechen zu den ersten Missionen. Warte, was? Benachrichtigung? Ja, wir haben gerade unser Noob-Schiff bekommen. Das ist das Schiff, was man bekommt, wenn man sich einloggt und auf dieser Station kein Schiff hat. Dann bekommt man so ein Noob-Schiff. Später ballern die eins komplette Asset voll, weil man echt nichts findet. So. Ja, wie gesagt, hier ist unser Tutorial. Das werden wir gleich mal machen. In ihrem eigenen Tempo, willkommen in ihrem neuen Leben, Pilot. Ich bin Aura, eine Ausbilder-KI, die ihnen die Grundlagen zum Überleben in New Eden, New Eden heißt das ganze, die ganze Spielwelt, beibringen wird. Die Welt da draußen kann ganz schön gefährlich sein, deshalb schlage ich vor, dass sie fürs Erste meiner Anweisung folgen. Im Verlauf dieses Tutorials werde ich ihnen Folgendes geben. Ihr erstes Raumschiff, Waffen und Verteidigungsmodule, brandneue Skills zum Trainieren und Startkapital. So öffnen sie die Tutorials erneut. Bla bla bla. Neocom ist das hier. Ja. Wie gesagt, hier ist hier dann drin, dass man eben die ganzen Anfänger-Chat-Kanäle hier suchen kann. Bliblablub. Die meisten Kanäle hier, das ganze Spiel ist international. Es gibt nur einen einzigen Server. Heißt, alles ist auf Englisch. Das meiste ist auf Englisch. Es sei denn, man findet einen deutschen Korb. Ja. So. Wie gesagt, und das hier ist relativ wichtig, also in EVE Online kannst du jeden verarschen. Es gibt kein Gut, kein Böse, es gibt einfach nur ich und die Korb. Du kannst dir das Ding in die Korb ausrauben, wenn du Bock drauf hast, aber macht euch keiner, weil es meistens doof. So. Agenten. Gespräch beginnen. Toll, ne? So. Hier ist unsere erste, unsere erste Mission. Damit blinkt hier auch schon wieder das Missionslogbuch auf. Hier, Angebot. Das hier steht drin, welche Mission wir uns angeschaut haben. So. Das hier ist in unserem System. Kisoko. Wir müssen eigentlich abdocken und, ja. Abdocken und das Zeug holen. Man darf nicht vergessen, dieses auf Akzeptieren drücken, weil man kann auch so losfliegen. Nur dann steht man da, sucht die Sachen und leider ist da nichts angenommen worden. So, schließen und abdocken. So, hier gibt es ein paar Sachen. Also, erstens, man hat hier, Moment, wenn man auf irgendwas draufklickt, zum Beispiel hier, gedrückt hält, gibt es hier ein paar, so ein Radialmenü, also hier einmal einsteigen, kannst du nicht, weil einer drinnen sitzt, das ist umkreisen, das hier ist betrachten, in Reichweite halten, aufschalten können wir in der Kapsel nicht, das muss man machen, bevor man auf jemand schießen kann, das hier ist annähern, das ist eine Information darüber und das ist zu der Person hinwarpen, können wir alle nicht machen. Ranzoomen, wegzoomen, die Sache läuft. So, Moment, kurz mal hier einstellen. Noch ein bisschen größer. Ja, also das hier ist die Übersicht, das zeigt einem an, was einem, was im All um einen herum passiert. Das ist die Entfernung immer. So. Weiter. Das sind ein paar Sachen herumstehen. Gut, wichtig Tool, ja. Also, ich lese mal kurz hier weiter. Erläuterung der Übersicht. Das andere wichtige Tool, mit dem Sie Objekte in der Nähe finden und mit ihnen interagieren, ist die Übersicht oder Overview, wie sie eigentlich spielläufig so genannt wird. Die Übersicht ist das wie eine Liste aufgebaute Fenster, das Sie rechts auf Ihrem Interface sehen. Es zeigt alles, was in Ihrem unmittelbaren
sichtbaren Umgebung befindet, sowie wichtige Punkte innerhalb des gesamten Sternensystems. Standardmäßig werden Objekte nach ihrer Entfernung von ihnen sortiert, wobei die Objekte, die ihnen am nächsten sind, ganz oben stehen. Sie können die Übersicht auf verschiedene Arten anpassen. Horizontalen Balken neben dem Wort Übersicht lassen Sie mehrere Standardeinstellungen laden. Ich schlage jedoch vor, dass Sie sich bei ausgedehnten Herumprobieren zurückhalten, bis das Tutorial abgeschlossen haben. So, was machen wir jetzt? Man sieht hier. Ich werde es mal, Moment. Ah, gut. Ich kann hier gleich mal ein paar Sachen importieren, weil ich habe auf meinem Main-Account habe ich schon eine extra Overview und die werde ich mal importieren kurz. Dafür verwende ich die Bracker Overview Version 2.00. Die 2.01 ist scheiße. Also schaut, dass ihr die alte bekommt. Mal eventuell kriege ich auch irgendeinen Download-Link her. Ansonsten verwendet Zara Overview Pack. Oder sucht euch irgendwas anderes. Einfach bei Google eingeben, EVE Online Overview Pack. Auf Importieren drücken. So, und man hat hier für PvP eine Übersicht, für Scout. Das ist später Loot und Friendly und Misc. Gut. Weiter. Das zeigt uns an, was wir ausgewählt haben. Zum Beispiel hier. Kisogo, Planet 4. Entfernung 9,0 AE. Ja. Dann, haben wir hier ein paar Erklärungen. Jedes Objekt im Weltraum wird durch eine Klammer dargestellt. Sie können diese Klammern in der Spalte ganz links in der Übersicht sehen. Hier. Unterbrochene Rechtecke stehen für Schiffe, die von Kapselpiloten wie Ihnen geflogen werden. Also, ja, das sind Gegner. Schiffe. Kreuze stehen für Schiffe, die nicht von Kapselpiloten geflogen werden. Wenn sie rot sind, können sie sie abschießen. Das sind, sogenannte Ratten oder NPCs halt. Oh, das Deck sieht geil aus. Sprungtore werden mit so einem Kreis und Pfeil drin steckt. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Planeten, das sind so Stationen. Das hier ist die Sonne. Und Planeten werden anders dargestellt. Das hier ist ein Asteroidgürtel. Ja, gut. Jetzt werden sie ihren Warp-Antrieb einsetzen, um schnell zu ihrem Missionsziel zu reisen. Dafür müssen sie erst die Liste der Agentenmissionen. Hier. Angenommen. Doppelklick drauf. Missionslog. Moment. Warte, was? Jetzt nochmal kurz durchlesen. Gerade selbst verwirrt. Jetzt werden sie ihren Warp-Antrieb einsetzen, um schnell zu ihrem Missionsziel zu reisen. Dazu müssen sie erst die Liste der Agentenmissionen im oberen linken Eck ihres Bildschirms finden. Klicken sie dann auf den Namen. Ach, stimmt ja, da war ja was hier. Das sind die Grundlagen. Grundlagen und dann zur Position warpen. Ja, und wir warpen und das ist. Ah, muss ich natürlich noch eine Einstellung machen. Das ist der sogenannte Warp-Tunnel. Ich muss das Zittern noch ausschalten. Das geht uns einem sehr, sehr gegen den Strich. Weil, geht nicht klar. So kann man nicht spielen. So, Kamerarütteln wird ausgeschalten. Okay. Und wir sind hier. Nun werden wir einfach hier draufklicken und Tor aktivieren. Damit springen wir durch. Moment. Hier müsste eigentlich ein Schiff stehen. Ah, das hier dürfte sein, ne? Und einsteigen. Wir sind in einem Schiff. Das ist unser erstes Schiff, ein Anfängerschiff, eine Ibis. Hätten wir gleich machen können zum Abdocken schon. Allerdings lassen wir das mal. Ja, weiter. So, einsteigen. Das erklärt gerade, was ich gerade gemacht habe. Und einfach warpen jetzt. Die Musik, die ihr hört, ist so die typische, wir fliegen jetzt in ein Komplex oder in eine Site rein. Musik. Warp startet und ihr seht, das Wackeln ist weg. So, das ist unser Cargo-Rig. Einmal annähern. Man sieht auch hier diese. Guck mal, was hier steht. Wird nicht angezeigt, gut. Das, was hier zeigt, dieses viereckige, die Raute, ist immer ein Container. Wir können aus der Entfernung schon looten. 2,5 Kilometer müssen wir dran sein, alles erbeuten.
Haben wir alles in unserem Hangar drin. So. So, einfach draufklicken so und Warp auf andocken. Oder du gehst hin und drückst dann da drauf auf andocken. Andocken geht, weil man geht direkt drauf. So, Anfängerschiff wird es nochmal erklärt kurz. Ihr derzeitiges Schiff ist ein Anfängerschiff. Sollten Sie jemals nur in Ihrer Kapsel an einer Station andocken, erhalten Sie kostenlos ein Anfängerschiff, so steht, so dass Sie niemals ohne angemessenes Transportmittel dastehen. Dieses kostenlose Schiff sind stets mit einer Basiswaffe und einem einfachen Bergbaulöser ausgerüstet. Das Schiff, in dem Sie sich zurzeit befinden, verfügt über keinerlei Ausrüstung, doch Sie werden in Kürze welche erhalten. So, wir werden es kurz andocken. Und ich werde mir mal kurz die Nase schneuzen. Deswegen kurz Mikro ausschalten. So, da sind wir wieder zurück. Und ja, ist noch angedockt. Na, verdammt. Schiffshangar betreten. So, jetzt haben wir die gewohnte Ansicht. Das ist so das, was man sieht. Ich glaube, hier dürfte uns das, Kapitänsquartier sein, wenn man so genau hinschaut. Oder es könnte auch das, ich glaube, das könnte es auch sein. Naja, weiß gar nicht genau. Hier Agenten. Und Doppelklick drauf und Mission abschließen. So, weiter. Jetzt werden wir diesen Skill gleich einwerfen. Jetzt auf Level 1 trainieren. Nicht erneut fragen. Okay. Das Ganze dauert jetzt nicht sonderlich lange. 8 Minuten dauert der komplette Skill, zum auf Level 1 lernen. So, also hier steht nochmal dasselbe, was hier drin steht. Gesagt habe vorhin auch, Training läuft in Echtzeit ab, bla bla bla. Ja, das habe ich gerade gemacht. Als dieser Skill, den wir gerade eingeworfen haben, bewirkt, dass, ja, dass wir Schildsysteme bedienen können. Das ist so grundlegendes Zeug. Den Ausrüstungsdienst, hier ist unser Fitting, wie gesagt. Das sind High Slots, Mid Slots und Low Slots. Hier kommen Waffen rein und Raketenwerfer und Bergbaulaser und allen aktives Zeug. Das hier sind Medium Slots, die da kommen Antriebe rein, Schildbooster und sonstiges Zeug. Hier unten kommt meistens Schaden. Moment. Hier kommen meistens Schadensmodule rein bei Armor Tank Schiffen. Kommt hier unten allerdings auch die Armor Reparatursysteme rein. Deswegen machen Schildschiffe, zumindest die Subcapital-Schiffe, mehr Schaden als die Armor-Schiffe. Weil sie einfach mehr Platz hier unten haben, um Schadensmodule reinzupacken. Weil ihre komplette Reparaturleistung auf dem Mid-Slot liegt hier. Weiter. So, Inventarfenster öffnen. Light Electron in aktives Schiff einbauen. Damit haben wir Waffen dran. Und Civilian Shield Booster kommt da rein. Gut, weiter. Das ist übrigens ein Laser, was hier angezeigt wird. Module, ja. Ja. So, alles eingebaut. Mal kurz mal. Ich brauche doch Munition hier, ne? Na gut, Feld again. Kurz mal, ich muss die noch annehmen. Kampfgrundlagen. So. Angenommen. Weiter. Abdocken. Schauen. Ja, mein Waffenmodul, danke. Moment. Ich habe was vergessen. Und zwar die Munition in den Hangar zu werfen.